Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Zweitligaspiel zwischen dem VfL Bochum 1848 und dem FC Erzgebirge Aue. Anstoß im Vonovia-Ruhr-Stadion ist am morgigen Freitag um 18.30 Uhr. Für die Partie haben wir zum heutigen Zeitpunkt oder zum jetzigen Zeitpunkt 15.000 Tickets verkauft. Darunter sind 200 nach Aue gegangen. Die Informationen, die uns aus dem Erzgebirge erreichten, sprechen so von bis zu 400 Aue-Fans, die hier vor Ort sein werden. Und wir erwarten circa 18.000 Zuschauer, sagte die Ticketingabteilung. Also das sieht auch für morgen ganz gut aus. Selbst wenn die Bugesta nicht schreibt, was ja offenkundig beim letzten Mal für ein paar Zuschauer mehr gesorgt hat. Warum auch immer. Partner des Spieltags sind die Eisenbach-Tresor, das sieht man hier. Und dementsprechend gleich wahrscheinlich die erste Frage von euch, entweder an Sportvorstand Sebastian Schinzelorz oder Trainer Heiko Butscher, ob denn der Klassenerhalt schon safe ist. Ihr könnt damit dann loslegen. Philipp Rentsch. Die Frage an den Trainer, wie schaut es denn personell aus? Die Standardfrage zu Beginn, gerade auch bei Stefano Schelotzi zum Beispiel. Ja, das sieht sehr, sehr gut aus, bis auf die Langzeitverletzten Timo Pertl, der erfreulicherweise auch jetzt wieder im Aufbautraining ist und wahrscheinlich auch noch die ein oder andere Einheit vor Rückrundenschluss mitmachen wird. Und Maxim Leitsch, der noch im Aufbau ist, sind alle Spieler an Bord und somit auch fit und einsatzbereit. Ralf Rudzinski. Ja, auch eine Frage an den Trainer. Letzte Woche das 1:1 in Fürth, wie wird das insgesamt im Nachhinein betrachtet? Ist das so ein bisschen auf den Boden zurückzukommen nach 4 Siegen, weil man nicht jedes Spiel gewinnen kann? Ist da was liegen geblieben? Oder macht es trotzdem zuversichtlich auch für morgen, weil die Serie ja angehalten hat? Ja, wir betrachten das ja ein bisschen anders. Wir schauen, wie sich die Mannschaft insgesamt entwickelt und wie sich jeder Einzelne auch weiterentwickelt. Und da waren wir nicht ganz zufrieden mit diesem Spiel. Das haben wir auch 2 Tage später dann analysiert und aufgearbeitet. Und wir wollen wieder an die Spiele wie gegen Braunschweig hier zu Hause anknüpfen. Da war das Level schon sehr, sehr hoch. Aber was wir halt schon sehen, ist die Identität des VfL, dass wir einen guten Fußball spielen wollen, einen guten Ball spielen wollen, gepaart mit einer sehr guten Mentalität. Ich glaube, das ist ersichtlich. Aber die ein oder anderen Sachen haben uns nicht ganz so gut gefallen. Da müssen wir auf jeden Fall weiter hart dran arbeiten, gerade in der Konsequenz im letzten Drittel. Da hatten wir doch ja zu wenig zwingende Möglichkeiten in Fürth. Aber ich bin da zuversichtlich, dass wir das in den nächsten 3 Spielen wieder gut hinbekommen. Frage an beide, auch wenn diese Frage vielleicht nicht eure Lieblingsfrage ist, in welche Richtung in der Tabelle schaut ihr denn aktuell? Also für mich spielt das eigentlich keine große Rolle, weil rechnerisch, glaube ich, ist noch alles möglich. Da will ich jetzt gar nicht großartig drauf eingehen. Uns ist wichtig, dass wir eine Entwicklung der Mannschaft sehen. Und das war in den letzten Wochen, war das schon sehr, sehr gut. Aber wir wollen nicht nur so hoch springen, wie wir müssen, sondern immer wieder einen kleinen Schritt weitergehen, immer wieder weitermachen und uns, wie gesagt, auch schon persönlich dann halt auch weiterentwickeln, weil das auch dann die Basis für die neue Saison ist. Und das ist uns wichtig und deshalb schauen wir jetzt nicht großartig auf die Tabelle. Vielleicht kann ich da ganz kurz mal einhaken. Also für mich war es schon wichtig, in den letzten Wochen auf die Tabelle zu schauen, weil es natürlich für die Gesamtsituation des Vereins nicht unerheblich oder unwichtig ist, ob man Richtung dritte Liga oder Richtung zweite Liga plant. Ich glaube, wir müssen uns vor Augen halten, wo wir herkommen. Und wir kommen aus einer ganz, ganz schwierigen Zeit, auch tabellarisch aus ganz anderen Regionen, sodass ich natürlich Heiko und auch den Robin verstehen kann, dass sie jetzt sich eher auf den Inhalt konzentrieren und versuchen, da die Mannschaft fußballerisch Stück für Stück zu entwickeln. Aber für mich als Verantwortlicher im Sportbereich war es schon wichtig, dass wir den Punkt in Fürth nutzen konnten, um nochmal einen Schritt von den Abstiegsrängen wegzukommen. Ja, das ist so meine Einschätzung zu Ihrer Frage. Ralf Rudzinski dann nochmal. Ja, ich knüpfe da gerade mal dran an, wo der VfL herkommt. Jetzt sind immer noch 3 Spieltage zu spielen. Der VfL hat jetzt 44 Punkte. Ich glaube, damit war vor 10 Spieltagen nicht zu rechnen.
Ja, es ist auf jeden Fall so, dass die Entwicklung sehr, sehr positiv ist, dass nicht nur punktemäßig was dazugekommen ist, sondern auch der Zusammenhalt innerhalb des Clubs und auch in der Verbindung zu den Fans sich deutlich verbessert hat aus meiner Sicht. Und ich habe das bei der letzten Pressekonferenz schon gesagt, das bringt eine gewisse Verpflichtung mit, in diese Richtung weiterzuarbeiten, an diesen Dingen weiter zu formen und zu schauen, dass wir die bestmögliche Leistung und das bestmögliche Ergebnis auch am Wochenende jetzt beziehungsweise am Freitag erreichen. Philipp Reinsch. Daran anknüpfend auch die Frage an Heiko Butscher. Wie hast du so die letzten Wochen und Monate hier erlebt, auch mit dem Stimmungswandel gegen Kaiserslautern waren immerhin 23.000 im Stadion. Daran hätte man vielleicht vor ein paar Wochen auch noch nicht gedacht. Wie hast du das Ganze so wahrgenommen, weil du ja auch vorher Teil des Ganzen hier warst und immer sehr nah auch an der Mannschaft warst, aber auch an den Fans? Ja, das waren keine leichten Wochen vor 3 Monaten. Sebastian hat es ja gerade gesagt. Wir wissen schon, wo wir herkommen. Das war schon eine sehr, sehr schwierige Situation. Allerdings haben wir das jetzt in den letzten Wochen einfach echt auch gut gemacht. Das muss man auch mal darf man auch mal sagen, mit guter Arbeit und der Zusammenhalt innerhalb des Vereins war sehr, sehr spürbar. Die Ruhe war vorhanden und das ist natürlich die Basis gewesen für die Leistungsentwicklung der Mannschaft auch. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass man so viele Punkte braucht. Aber ich glaube, das hat keiner erwartet, dass es so eng zugeht. Spricht natürlich für die Spannung. Ich weiß, es ist toll, aber es war nicht einfach. Aber die Stimmung in den letzten 2-3 Wochen, das war schon schön. Ich kann mich an eine Situation erinnern, nach dem Spiel gegen Lautern. Im Spiel war schon die Stimmung sehr feinfühlig, muss ich sagen. Da gab es auch verschiedene Phasen, wo es bei uns besser lief, mal nicht so lief. Und da war schon die Stimmung top. Und ich habe lange nicht mehr erlebt, dass 10 Minuten nach Schlusspfiff Grönemeyer läuft und das ganze Stadion noch, oder die ganzen Leute noch im Stadion sind und die Schals hochhalten und das Grönemeyer-Lied singen. Ich glaube, Sebastian war auch noch neben mir. Das haben wir wirklich auch mal genossen. Das gab es schon lange nicht mehr. Und das ist schön. Also das macht einfach Spaß, dass die Leute ja auch so wieder mitgehen und gewusst haben, oh, das ist echt eine schwierige Situation. Und das macht den VfL irgendwie auch aus und das macht für mich auch den Fußball aus. Und deshalb ein ganz großes Lob an alle Fans des VfL. Und ja, für sowas geht man ja auch ins Stadion. Also das auch als Trainer oder als Spieler, sowas will man erleben. Und ich hoffe, dass wir das morgen auch wieder in einer Art und Weise wieder bringen können, damit die Zuschauer die Priorität drauf legen, hierher zu kommen, zu sagen, ich gucke mir den VfL an und dann gehe ich ins Bermuda-Dreieck lass es mir gut gehen. Das war auch nicht immer so. Joachim Dolten. Knüpfe mal beim Heiko an. Heiko, als du anfingst, hatte der Robin Dutt ja auch gesagt, er legt sehr viel Wert darauf, dass er das mit dir zusammen macht, weil ihr euch gut kennt aus der Freiburger Zeit. Man hat immer wieder den Eindruck, dass er sehr viel von dir hält. Wie siehst du es denn in der Zusammenarbeit? Bringt dich das auch weiter? Du willst ja auch die Trainerausbildung machen. Wie weit bringt dich das und wirst du noch mehr mit eingebunden, als man vielleicht normal als Co-Trainer eingebunden wird? Dass du dieses Vertrauen. Ich weiß nicht, wie es sonst so ist. In anderen Fällen, das weiß ich nicht, aber unsere Zusammenarbeit ist top. Also wir tauschen uns, wir sind ja 8-9 Stunden sind wir hier am Verein und tauschen uns sekündlich aus. Wir sitzen ja gegenüber und ich kann von seiner Erfahrung unheimlich profitieren. Und ich wusste ja auch nicht, wir haben uns ja 10 oder 12 Jahre auch nicht gesehen, wie sich er entwickelt hat. Er wusste ja auch nicht hundertprozentig, wie ich mich entwickelt habe. Aber das war schon nach 1-2 Tagen war klar, dass wir immer noch gleich ticken. Und für mich ist es einfach eine Herangehensweise an den Fußball, wie ich mir sie auch vorstelle. Und ich glaube, wenn dann 2 gleich ticken, ist das schon ein ordentliches Pfund. Und das geht nur so, wenn man sich versteht, wenn man sich vertraut vor allem. Das ist schon wahnsinnig gut. Und für mich ist das könnte es nicht besser sein, weil, wie gesagt, die Erfahrung, die er schon gesammelt hat, die gibt er mir ja auch 1:1 weiter. Und da profitiert man zu 100%. Jörn Droll macht weiter.
Sesi, dann auch nochmal eine Frage an dich, weil du ja auch auf die Tabelle schaust. Gesetzt den Fall, man geht ja immer vom positiven Fall aus, es gibt einen Heimsieg morgen, dann dürfte der Abstieg auch mit allen Theorien überwunden sein und man geht in die letzten zwei Spiele. Soll man dann die Lockerheit bewahren und versuchst du das dann auch wegzuhalten, dass man sagt, jetzt sagen wir, jetzt müssen wir unbedingt noch Platz 3 Lockerheit bewahren und die letzten zwei Spiele bestmöglich beenden? Oder kann man das vielleicht gar nicht, wenn dann vielleicht die Konstellation so da ist, dass man am letzten Spieltag vielleicht tatsächlich diesen Sprung noch schaffen kann? Also zunächst einmal glaube ich, dass wir sehr, sehr gut damit gefahren sind, von Spiel zu denken. Dieses vorausgesetzt, man gewinnt gegen Aue, das ist auch immer so eine Geschichte. Ne? Also man muss das Spiel erspielen. Aue hat auch weiterhin eine sehr schwierige tabellarische Situation, sodass sie auch darauf bedacht sein werden, hier was mitzunehmen. Ja, wie gesagt, wir sind gut damit gefahren, uns zu fokussieren und zu konzentrieren auf das, was als nächstes vor uns steht und nicht schon zwei oder drei Schritte vorauszudenken. Aber wenn wir mal dabei bleiben und wir würden tatsächlich, was schwer genug wird, die drei Punkte hier behalten, sollten wir die Herangehensweise beibehalten und trotzdem nicht die Augen verschließen vor dem, was möglich ist. Also es ist unsere Pflicht, jede Woche das bestmögliche Ergebnis anzustreben und das sind nun mal Siege. Das haben wir uns selbst, sind wir uns selbst schuldig, aber auch den Zuschauern. Und es gibt ja auch noch eine weitere, nicht ganz unerhebliche Konstellation, nämlich die Fernsehgeldtabelle, die uns ebenfalls verpflichtet, so gut wie möglich abzuschneiden, um eben auch dann profitieren zu können. Wichtig ist in dem Zusammenhang absolut, dass wir den Abstand nach unten noch einmal vergrößern und da auch rechnerisch alles über Bord werfen können, was da möglicherweise noch so in der Luft hängt. Günter Pohl. Schön, dass auch über Aue gesprochen wurde. Und deshalb mal die Frage an Heiko, was kommt da auf euch zu? Die Mannschaft von Aue war ja auch sehr, sehr erfolgreich bis zum letzten Wochenende und haben dann zum Anfang unglücklich verloren. Was erwartet euch da? Die haben auch den ein oder anderen Spieler nicht dabei. Dennoch werdet ihr sicherlich genau hingeschaut haben. Ja, sonst hätte ich noch kurz was dazu gesagt. Also wir spielen ja morgen gegen Aue, gegen eine Mannschaft, die jetzt wieder durch die zwei Niederlagen mitten im Abstiegskampf steckt, mittendrin in einem Schlamassel, sage ich jetzt mal, wo viele Mannschaften einfach drin sind. Und das wird sehr, sehr schwierig. Wir haben großen Respekt vor Aue, vor allem, weil es eine Mannschaft ist, die ein bisschen anders spielt als die anderen Mannschaften, die in der Defensive mit einer Fünferkette spielen. Das ist auch ein kleiner Unterschied. Aber die wollen auch Fußball spielen und das rechne ich ihnen sehr hoch an. Sie haben sehr schnelle Leute vorne, die im Umschaltspiel sehr, 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 sehr gut sind. Wir werden heute eine ausgiebige Gegneranalyse nochmal machen und das wird wieder ein Spiel werden, das, auf Augenhöhe, das ist ein schönes Wort, aber es ist einfach so, dass auf Augenhöhe geführt wird und durch Kleinigkeiten entschieden wird. Und da musst du alles reinschmeißen, von der Einstellung her top sein, die Mentalität muss stimmen und dieses Spiel so annehmen wie die letzten Spiele auch. Und dann kann man Aue auch bezwingen, aber ich warne davor, die Aue auf die leichte Schulter zu nehmen. Die haben in Regensburg, die sehr schwer zu bespielen sind, 3-1 gewonnen. Ich glaube, das sollte Warnung genug sein. Aber wie gesagt, wir wollen auch auf uns gucken. Wir wissen, was wir für Stärken haben. Und dann werden wir morgen alles in die Waagschale werfen, damit wir die drei Punkte hier behalten. Aber das wird schwer. Weitere Fragen? Bei der schreibenden Zunft. Scheint nicht der Fall zu sein. Besten Dank dann. Bis hierhin. Wir sehen uns morgen gegen Aue.